Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio Space Age, hier immer noch auf Kleber. In der letzten Folge haben wir die Forschung hier auf Kleber freigeschalten. Und wenn wir hier so schauen, für was brauchen wir da die Forschung? Für ein paar unendlich Forschungen. Und dann auch ein paar von den nächsten da. Aber wenn ich da weiter so runter schaue, da unten haben wir noch einen, sind es nicht wirklich allzu viele, wo wir dann die Kleberforschung en masse brauchen. Aber wir brauchen einen Plan, wie wir die Forschungsfläschchen, die wir hier auf Kleber herstellen, dann auch möglichst schnell nach Nauvis bringen, wo wir sie verarbeiten können. Und für das brauchen wir ein Shuttle-Raumschiff. Wir haben hier unser Shuttle zwischen Vulcanos und Nauvis. Das tut den Dienst recht gut. Habe aber festgestellt, dass insbesondere wenn es bei Nauvis im Orbit ist und wartet auf Beladung, dann haben wir auch Asteroideneinschläge von links und rechts. Und hier haben wir nur in der Front unsere Geschütztürme. Das heißt, wir sollten auch rundherum Geschütztürme haben. Ich habe auch festgestellt, auf unserer Reise nach Kleber geht uns immer wieder mal der Saft aus. Das heißt, wir wollen wahrscheinlich auch etwas mehr Solarpanels haben, insbesondere wenn wir auf Kleber fliegen, fliegen wir von der Sonne weg. Das heißt, da bekommen wir dann auch weniger Energie ab. Und das dritte ist, weil die Kleber-Forschungsfläschchen ein Verfalldatum haben, wollen wir die möglichst schnell transportieren. Drum vielleicht etwas mehr als 3 Triebwerke, dass wir die Reise möglichst schnell hinter uns bringen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich nicht ganz so viel Platz auf dem Raumschiff, denn ich denke, wir werden ein Raumschiff haben für die Forschung und nur für die Forschung von Kleber nach Nauvis. Und da die kleinste Einheit an Fläschchen mitnehmen, das werden wahrscheinlich so an die 1000 sein, die wir dann direkt da reinpacken können in unsere Forschung. Und weil die Ressourcensituation auf Kleber nicht sonderlich gut ist mit Kupfer, Eisen und Stahl und wir somit wahrscheinlich zumindest momentan recht zu kämpfen haben, hier die Materialien zusammenzubekommen, um Raketen schicken zu können, nehmen wir auf dem Rückweg auch genügend Material mit, um wieder eine Rakete mit den Forschungsflächen von Kleber hoch in die Umlaufbahn zu schicken. Das der Plan. Und hier in diesem Gebiet habe ich etwas Platz frei gemacht, denn hier wollen wir mal die Umwandlung in Bierflux machen. Um,
Und wir bekommen hier 2 die Sekunde raus. Wenn wir das so in dieser Reihe machen und dann vielleicht hier sowas. Einfach, dass ich mal eine Idee habe, wie das so aussehen könnte. Denn hier wollen wir die Bakterien vermehren. Und hier, wir brauchen hier überall 3 verschiedene Bänder als Input, die Nährstoffe. Dann hier brauchen wir den Brei, den Gelee, und hier brauchen wir den Gelee und die Bakterien, wobei die Bakterien dann gleichzeitig auch wieder Output sind. Und irgendwie müssen wir hier ein Setup hinbekommen. Und ich möchte zuerst mal hier die Bakterien vermehren, so dass wir einen besseren Output haben für das, was wir dann letztlich in unserer Schmelze benötigen. Denn momentan sind wir hier immer noch recht gut unterwegs. Habe immer geschaut, dass wir hier keine Nester im Bereich von unseren Sporen haben, aber auf kurz oder lang müssen wir uns darauf einstellen, dass wir hier Verteidigung brauchen, dass wir die Munition für die Verteidigung auch hier herstellen können, und dafür brauchen wir sicher Eisenplatten, Kupferplatten und Stahl. Und möglicherweise noch weiteres. Hier ein kurzes Update von unserer Fabrik auf Gleba. Hier auf dieser Seite haben wir Produktion von Eisen- und Kupfererz. Die sind immer alternierend. Hier auf dem Eingangsbank kommen die auf unterschiedlichen Seiten rein. Und die Knickarme hier haben wir so eingestellt, dass wir keine Bakterien reinknicken für die Vermehrung, wenn wir genügend Erze auf Lager haben, so dass wir hier eigentlich an Material sparen können. Und wir haben immer ein bisschen eine Bakterienkultur gehen, denn wir haben hier ganz am Anfang einen Bioreaktor, der uns die Bakterienkulturen erstellt. Somit sollten wir nie in eine Situation reinkommen, wo gar nichts mehr läuft. Die einzige Gefahr, wie das passieren kann, ist, wenn wir keine Nährstoffe mehr haben und somit auch hier nichts mehr produzieren. Aber wir haben hier ja eigentlich ein recht stabiles Setup mit dem Feedback Loop, der uns wieder Nährstoffe herstellen kann und liefert. Dann hier auf dieser Seite haben wir ein Setup, das uns die grünen Fläschchen herstellt. Das Rezept ist recht einfach: ein bisschen Bioflux und ein Fünfbeinei. Fünfbeineier können wir hier herstellen, aus Fünfbeineier. 1 gibt 2, und hier müssen wir einfach sicherstellen, dass wir hier die Fünfbeineier nicht rumliegen lassen, denn sonst schlüpfen die und führen zu viel Chaos. Und dann hier auf dieser Seite haben wir das Raketensilo und den Frachtlandeplatz, so dass wir die Forschungspakete möglichst schnell in die Rakete laden können.
Und von der Rakete geht es dann zum Shuttle, das noch nicht ganz fertig gebaut ist. Aber wie wir hier sehen, es geht etwas vorwärts. Es ist fertig geplant mit Solarpanel-Sammlung rundherum. Ordentlich Schub hinten raus. Und somit sollte das funktionieren. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist hier, ob diese Untergrundröhren, ob die lange genug sind, denn wenn wir hier schauen, hier eben in der Blaupause sehen wir nicht wirklich, ob da dann auch was durchgeht oder nicht. Aber ich denke, das dürfte ein recht kleines Problem sein. Wir haben hier auch schon den Fahrplan eingerichtet von Gleber. Nehmen wir einfach 1000 Flächen mit, die entladen wir auf Navis. Und dann auf Navis sammeln wir die Mikroprozessoren, Raketenbrennstoff und Leichtbauteile ein, die wir für die nächste Rakete unten brauchen, plus Sprengstoff. Und wo wir den brauchen, zeige ich euch gleich noch. Und wir wollen auch sicherstellen, dass wir genügend Munition haben hier für unsere Türme, für den Weg hin und zurück. Und wenn wir hier auf Gleber gehen, dann haben wir hier unseren kleinen Bus mit Eisen, Stahl und Kupfer. Und hier haben wir eine Produktion für die rote Munition. Die Kiste ist vollgelaufen. Und hier haben wir die roten Raketen. Und dafür brauchen wir den Sprengstoff. Aber wir haben auch die Türme hier. Denn ich denke, früher oder später werden wir hier etwas Verteidigung aufbauen müssen. Denn wenn wir schauen, hier die Sporenausbreitung reicht noch nicht zu irgendwelchen Nestern, aber das ist hauptsächlich dem Umstand geschuldet, weil ich immer fleißig dabei war und allfällige Nester hier außenrum frühzeitig aus dem Weg geräumt habe. Das war's vom Update und ich denke, das letzte Segment wird dann sein, wenn wir wirklich so weit sind und hier diese Maschinerie anlaufen lassen können. Unser Raumschiff ist soweit fertig gebaut und mit Munition bestückt, sodass wir sagen können, mach dich auf den Weg nach Gleber. Und wir werden hier zurückkommen und hier werden wir etwas aufräumen müssen. Wir brauchen ein bisschen ein paar von den Eiern. Und wenn wir schauen, wo haben wir Nester? Da oben ist eins. Da unten ist eins. Ich denke, ich gehe mal da hoch zu dem links oben. Das ist etwas größer, das heißt, da bekommen wir wahrscheinlich etwas mehr Eier raus und dann können wir sehen, wie unsere ganze Anlage anläuft und wir Fläschchen produzieren, nachdem wir die ganze Anlage etwas bereinigt haben, mit von Abfall und so gesäubert. Da haben wir einen Stampfer und mit Raketen ist der recht einfach hinüber zu bekommen und hier sammeln wir nun die Eier ein. Sollten alle sein. 23.
und die können wir dann in unsere Maschinen verteilen und so den ganzen Prozess ankicken. Aber ich denke, zuerst müssen wir da mal die Förderbänder von Unrat bereinigen. Wenn ich jetzt hier mal den Inhalt von dem Förderband wegnehme, so dass wir hier keinen Unrat mehr drauf haben, und hier bekommen wir mehr Unrat raus, denn so ist das halt. Aber der wird hier gleich mal auf die Seite gelegt, und wir können hier hier kommt mehr Unrat raus, aber wir können natürlich hier auch die Eier reinlegen. Und das führt dazu, dass die Maschinen hier unten anlaufen, und die brauchen ein bisschen Zeit, bis sie einen Durchgang haben. Die produzieren ein Drittel Ei pro Sekunde, und hier oben brauchen wir ein halbes Ei pro Sekunde. Und dadurch können wir eigentlich sicherstellen, dass wir mehr von den Eiern konsumieren, als wir produzieren, und somit keinen Überfluss haben. Und hier hinten, da haben wir nun die Fläschchen, und wenn wir jetzt mal schauen, wie sieht es denn mit unserer Fabrik aus, da sehen wir okay. Da müssen wir dieses Häkchen setzen. Und wenn wir jetzt da schauen, sehen wir haben noch nicht genug, um da was hoch zu transportieren. Aber letztendlich ist das nur eine Frage der Zeit. Und die Fläschchen selber, die haben eine Stunde, bis sie vollständig verderben. Das heißt, wir haben hier etwas Zeit, und alles Verdorbene wird hier rausgeknickt. Wahrscheinlich müssen wir den Plan hier etwas ändern, denn wenn wir auf Nowis angekommen sind, dann wollen wir vielleicht auch was wir hier machen können ist wir wollen vermeiden, dass wir hier keinen Abfall in der Rakete haben, und diesen hier entladen. Wir machen das so, hier sowas ran mit einem Filterkriterium, so dass wir sollten das effektiv hier haben, dass wir hier an das richtige entladen, denn hier werden vielleicht haben wir auch irgendwann mal Unrat hier in der Rakete. Wir können das auch rausknicken. Aber mit diesem Setup sollten wir in der Lage sein. Ich fülle die einfach mal hier rein.
Möglicherweise haben wir dann hier zu wenig Nährstoffe, die durchkommen. Aber ich glaube, das ist allenfalls... wir haben hier nicht wirklich ein volles Band, das wir produzieren. Aber ich denke, das ist nicht wirklich das Hindernis für unsere Produktion. Und nun müssen wir einfach abwarten, bis wir genügend Flächen hier am Start haben, um eine Rakete zu starten und dann was rüber zu schicken auf Nauvis. Und was wir da machen müssen, ist, wir brauchen ein anderes Setup für unsere Forschung. Denn hier haben wir nur 8 Flächen am Start. Und was ich hier machen möchte, ist, dann bauen wir doch hier auch noch die Labore. Das sollte kein Ding sein. Wir brauchen nicht viel. Aber wir machen das mal so. Ein Labor. Eine Anforderungskiste mit 4 Laboren rundherum. Und da machen wir mal die Stack-Insertion. Und hier fordern wir von allen Fläschchen was an. Und was wir dann natürlich noch machen müssen, ist, wir müssen dafür sorgen, dass die ganzen Fläschchen in unserem Logistiknetz sind. Aber das sollte nicht wirklich ein Problem sein, denn wir müssen einfach an der passenden Stelle da die Fläschchen in eine Kiste knicken. Und das werde ich gleich mal machen. Hier haben wir nun beinahe 1000 Fläschchen. Und wie wir sehen hier am leeren Slot, ein Fläschchen oder 200 sind inzwischen hinüber, aber kein Problem, denn wir hatten etwas Anlaufschwierigkeiten hier mit der Versorgung. Und so wie es aussieht, produzieren wir immer noch nicht genügend Material. Und das liegt, ich denke, hauptsächlich mal daran, dass hier für die Produktion der Eier, da brauchen wir immer 30 Nährstoffe, was recht viel ist. Und vielleicht irgendwann können wir hier das aufbauen. Aber wir haben nun eine volle Rakete. Und das heißt, hier sollten dann auch gleich mal die 1000 Fläschchen ankommen. Und sobald das Raumschiff unterwegs ist, müssen wir natürlich auch sagen, wenn wir schon diese Forschung nach Nauvis schicken, dann sollten wir auch dafür sorgen, dass auf Nauvis wir die
die entsprechende Forschung machen, wo wir das auch brauchen. Und wenn wir hier mal so schauen, was wir hier haben, dann denke ich hier, das für 50, das für 300, und das ist alles mehr als das, was wir hier gleich mal haben. Dann machen wir doch das und das und brechen diese Forschung hier ab. Und wenn wir jetzt rasch mal nach Nauwies rüberschauen, dann habe ich hier unser ganzes bisherige Setup für die Forschung abgebrochen und vollständig hier auf Forschung via Logistik umgestellt und natürlich auch hier überall die entsprechenden Anbieterkisten mit dran. Wir haben momentan etwas wenig Eisen. Das liegt daran, weil wir hier zu wenig haben. Aber ich habe hier ein zweites Kupferfeld angeschlossen, denn Kupfer war vor Eisen mal Mangelware. Und hier haben wir ein zweites Feld Eisen, was wir anschließen können. Sollte hier noch irgendwo die nötigen Blaupausen haben. Und dann können wir dieses Eisenfeld auch mit anschließen, einen zweiten Zug da dran nehmen. Und wir machen das mittels Zugbeschränkung. Und so können wir hoffentlich etwas mehr Eisen rausbekommen. Nun, wie sieht es denn aus? Unser Shuttle ist hier angekommen. Ich müsste hier vielleicht auch noch sagen, ich will auch die, was ist es? Das hier. Plus all den Abfall. Sehr gut, dann kommt der hier an. Und sobald der hier in die Anforderungskisten geht, geht die Forschung los. Und das war dann auch die Forschung für Landwirtschaft. Und wir sollten dann hier gleich mal oder bald mal alles die brauchen wir hier nicht. Hier sollten wir dann gleich mal wieder voll beladen sein für den Rückflug, so dass wir kontinuierlich hier die Forschung vorantreiben können. Sehr schön! Und hier
haben wir bereits wieder plus 150 Fläschchen. Und bis zum nächsten Mal werde ich mir mal überlegen, wie bekommen wir hier ein Setup auf die Reihe, wo ich dann auch den Planeten verlassen kann. Denn was wir vermeiden wollen, ist, dass die Aliens hier in unseren Bereich mit den Sporen hinein expandieren und sich so einen Evolutionsbonus verschaffen. Aber all das werden wir in der nächsten Folge hoffentlich angehen. Und dann geht's zurück nach Navis, wo wir noch ein paar Verbesserungen für unsere Basis vornehmen, bevor wir zum nächsten Planeten aufbrechen. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!